Wir starten zu einer Reise quer durch Deutschland und Frankreich. Mein Kollege ist Wissenschaftsjournalist, genau wie ich. In den nächsten Tagen wird er sich als Krebspatient ausgeben. Wir wollen herausfinden, was in Praxen und Kliniken geschieht, die sich auf eine alternative Krebstherapie spezialisiert haben. Unsere erste Station ist eine Klinik in Süddeutschland. Die Gäste sagen, man spürt die Schwingung der Heilung, die hier häufig geschieht. Die medizinische Leiterin ist von Beruf Heilpraktikerin. Ein Baustein der Therapie sei eine spezielle Heilmusik, erfahren wir. Die Musik wurde von einem Taiwanesen entwickelt. Der konnte beweisen, dass sich über seine Töne Krebstumore verkleinert haben. In der Klinik gibt es eigene Kompositionen für jedes Organ. Patienten mit Brustkrebs hören andere Töne als Darmkrebspatienten. Verzweifelte Menschen fragen nicht nach Beweisen. Sie greifen oft nach jedem Strohhalm. Doch warum wenden sich überhaupt so viele Patienten von der klassischen Medizin ab? Und was ist dran an dem Versprechen einer sanften Heilung? Wenn dir dann einer kommt und sagt, da ist das heil, dann nimmst du es, wenn du es irgendwie finanzieren kannst. Für mich ist das ein Verbrechen. Es geht nur ums Geld. Gibt es Wundermittel? Oder verdienen Scharlatane Geld mit falschen Versprechen? Da wird wirklich mit der Angst der Patienten mit Kasse gemacht. Erinnerungen an glückliche Zeiten. Irit Laufen kostete das Leben aus. Sie nahm alles mit, was sie kriegen konnte. She lived on her fullest. Sie hat gelebt. Sie hat gelebt. Das war ganz großartig. Sport und Reisen waren ihr Leben. In Australien hatte Irit eine neue Heimat gefunden. Sie war glücklich dort. Alte Filmaufnahmen, Fotos und Post aus Sydney. Das ist alles, was Irits Eltern geblieben ist. Ihre Tochter ist erst Anfang 30, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird. Die Krankheit, an der Irit schließlich sterben wird. Ihre Eltern haben sie unterstützt. Im Kampf gegen die Krankheit und zuletzt auch im Kampf gegen den Heilpraktiker, dem sie ihr Leben anvertraut hatte. Sie hat also sich nie hängen lassen. Sie hat auch immer Hoffnung gehabt, dass sie das irgendwie in den Griff kriegt. Bis zur letzten Sekunde. In Australien macht Irit Laufen das gesamte Programm der Schulmedizin mit. Sie wird operiert. Anschließend folgen Chemo- und Strahlentherapie. Irit geht es so schlecht wie noch nie in ihrem Leben. Sie leidet unter den Nebenwirkungen der Therapie. Und sie fasst einen Entschluss. Nie wieder will sie so etwas erleben. Die Eltern waren damals in Australien, um ihre Tochter zu unterstützen. Nach der Chemotherapie erholt sie sich langsam wieder. Irit stellt ihre Ernährung um und kann das Leben wieder genießen. So reicht mir. Salsa wird ihr neues Hobby. Ja, jetzt habe ich deine Füße auch drauf, ja. Alles ist beinahe wie früher. 4 Jahre ist Irit gesund. Der Krebs scheint besiegt. Bis 2004. Da hatte der Krebs dann gestreut und hatte die Lunge befallen. Die Ärzte raten erneut zu einer Chemotherapie. Doch Irit lehnt die Behandlung ab. Sie will der konventionellen Medizin den Rücken kehren. Zu groß ist die Angst vor den Nebenwirkungen. Für sie ist klar, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich suche jetzt nach alternativen Mitteln, die menschenfreundlicher sind.
Im Internet ist die Wunderheilung gegen Krebs oft nur einen Klick weit entfernt. Wer wie Irit nach alternativen Krebstherapien sucht, wird fündig. Wie ich den Krebs in 42 Tagen besiegte. Krebs ist heilbar. Hier gibt es all das, was kein Krankenhaus bieten kann. Heilversprechen. Therapien ohne Risiken und Schmerzen. Der krebskranke Patient steht irgendwo mit dem Rücken zur Wand. Und der gibt sein letztes Hemd her, wenn der irgendeine Art von Therapie noch bekommt, Angebot bekommt, die ihm verspricht, dass er erfolgreich behandelt werden kann. Und damit ist es natürlich auch Tür und Tor irgendwelchen Quacksalbern, irgendwelchen Scharlatanen geöffnet. Irit Laufen entscheidet sich schließlich für eine Naturheilpraxis in Köln. Deutschland gilt als das Mekka für alternative Therapien. Ihre Eltern wollen den Heilpraktiker persönlich kennenlernen. Denn schließlich leidet ihre Tochter an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung. Damals hat er uns sehr viel Hoffnung gegeben. Diese Galvanotherapie, das wären intelligente Ströme, die würden auch nur die kranken Zellen suchen und auch finden. Die Therapie wäre also, die könnte nur erfolgreich sein. Mit Strom will der Therapeut die Tumore zum Verschwinden bringen. Mit Hilfe von Elektroden leitet er einen schwachen Gleichstrom durch den Körper. Angeblich soll das die Krebszellen zerstören. 2 bis 3 Stunden dauert eine solche Behandlung. Tatsächlich gibt es einige wenige wissenschaftliche Studien zu diesem Verfahren. Nie jedoch konnte die Heilung von Brustkrebs nachgewiesen werden. Leiter des Brustzentrums der St. Barbara Klinik in Hamm ist Hermann Wiebringhaus. Er hat sich ausführlich mit der Galvanotherapie beschäftigt. Also Ergebnisse der Galvanotherapie, die auf einen, wenn auch nur geringen Erfolg schließen lassen, gibt es nicht. Doch Irit Laufen setzt ihre ganze Hoffnung in die Galvanotherapie. Die Elektroden auf der Haut verursachen Brandblasen. Doch sie hält aus. Stundenlang, immer wieder. Sie hofft, dass der Strom die Metastasen zum Schrumpfen bringt. Walter Laufen wartet in der Zeit. Zu Anfang voller Hoffnung. Denn der Heilpraktiker, so erinnert er sich, suggeriert einen erfolgreichen Verlauf der Therapie. Regelmäßig schickt er ihre zur Kontrolle in ein Röntgeninstitut. Auch dort klingt alles gut. Was mich dann stutzig gemacht hat, wir kriegten immer die gleiche Aussage im Röntgeninstitut. Der eine Tumor ist kleiner geworden, der andere ist noch. Und das war immer wieder, ne? Der eine ist kleiner geworden, der andere ist noch. Und als dann kam, sollen wir das Geld überweisen? Nein, cash in the tash. Das hat mich sehr, sehr irritiert. Und trotzdem, wenn Sie in der Not sind, überhören Sie die Dinge. Da hat die ihre. Oder die Wichtigkeit ist nicht so da, dann denkt man wieder, mein Gott, also halte ich nicht an solchen Dingen auf, das ist jetzt wichtiger. Ne? Also das ist wirklich ein Spiel mit der Not, ne? Und der Angst. Und 500 Euro nahm der Heilpraktiker für eine Behandlung. Fast immer ohne Rechnung, ohne Beleg. Das Gleiche galt übrigens auch für die Radiologie, da wurde auch nur Cash bezahlt. Jede Untersuchung kostete hier rund 1.000 Euro. Ein einträgliches Geschäft. Denn immer wieder schickte der Heilpraktiker seine Patienten zur Kontrolle in die Röntgenpraxis. Die wiederum stellte die Ergebnisse positiver dar, als sie tatsächlich waren. So blieben die Patienten länger dabei. Da ist meines Erachtens sicherlich eine stillschweigende Zusammenarbeit zwischen diesem Heilpraktiker und zumindest einer Mitarbeiterin dieses Röntgeninstitutes gewesen, die einen vermeintlichen Effekt dieser Galvanotherapie vorgegaukelt hat, indem ein Rückgang der Metastasen beschrieben wurde, was nicht der Fall war. Mit anderen Worten, ein Betrug. Ich will das Röntgeninstitut und ihre Heilpraktiker zu den Vorgängen befragen. Doch beide lehnen eine Stellungnahme ab.
Der Heilpraktiker ist schließlich bereit, sich mit mir zu treffen. Zunächst ohne Kamera. Ausführlich erläutert er mir die Vorteile seiner Galvanotherapie. Als ich jedoch darauf bestehe, über den Fall Irit Laufen zu sprechen, lehnt er ein Interview vor der Kamera ab. Irit merkt schließlich, dass etwas nicht stimmt. Denn trotz der angeblichen Erfolge fühlt sie sich immer schlechter. Sie geht zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Zum ersten Mal, seit sie wieder in Deutschland ist. Ein Röntgenbild macht dann alles klar. Und ich sehe das Röntgenbild. Hat der Krebs gestreut über beide Lungenflügel. Flächendeckend. Nie etwas von gehört, da im Röntgeninstitut. Nie. Und er macht so eine simple kleine Röntgenaufnahme und sieht das und sagt uns, keine Chance. Irit kann und will es nicht glauben. Sie schreibt einen Brief an ihren Therapeuten und fordert eine Erklärung. Ausgerechnet der Mensch, dem sie ihr Leben anvertraut hat, lässt sie jetzt im Stich. Der Brief wird nie beantwortet. Besonders bittere Erinnerungen für Walter laufen. Die Aussage, dass 3 der 4 Tumoren wieder zerstört worden seien, hat mir so viel Hoffnung gegeben und ist nun so weit von der Realität entfernt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich überhaupt noch glauben soll und wie ich ihnen vertrauen kann. Trotz aller Zweifel macht Irit zunächst weiter. Sie sieht keine Alternative. Das Spiel mit Angst und Hoffnung, es ist immer das Gleiche. Wir sind wieder unterwegs, auf unserer Reise zu alternativen Krebspraxen. Dieses Mal geht es zu einer Heilerin, die gemeinsam mit einem Arzt arbeitet. Mein Kollege gibt sich als Krebspatient aus. Wir haben einen Arztbrief dabei, der jedem Experten sagt, dass Nico Scholze mit einer konventionellen Therapie hervorragende Heilungschancen hätte. Doch weiß das auch die Heilerin? Sie flüstert und gewinnt dadurch unsere volle Aufmerksamkeit. Nico erzählt seine Geschichte. Die Uniklinik Köln rät ihm zu einer Chemotherapie. Bei Hodgkin-Patienten sei das äußerst erfolgreich. Doch Nico hat Angst. Und die Heilerin bestärkt ihn. Wenn Sie jetzt mein Sohn wären, dann würde ich sagen, Finger weg von der Chemo, mach es nicht. Ich selber sowieso nicht. Öffentlich würde die Heilerin solche Aussagen niemals machen. Und genau deshalb sind wir undercover hier. Manche Patienten seien bereits nach 2 Behandlungen geheilt worden, bekommen wir zu hören. Sie warnt vor der Chemotherapie, denn das mache den Kontakt zu den geistigen Welten kaputt. Und die seien schließlich entscheidend für die Heilung. Wenn der Mensch natürlich durch eine Wahnsinns-Chemo geschleudert wird, dann kann er es nicht packen. Mir kann keiner erzählen, dass Chemo heilt. Dieses Argument hören wir immer wieder. Doch für unseren Test haben wir eine Krankheit ausgewählt, bei der das Grund falsch ist. Nämlich ein Hodgkin-Lymphom. Eine bösartige Erkrankung der Lymphdrüsen. Man kann durchaus die Chemotherapie mit ihren Nebenwirkungen in Frage stellen. Es gibt Situationen, wo der Nutzen und das Risiko sich nur knapp die Waage halten, wo man es diskutieren kann. Die Situationen gibt es. Beim Hodgkin-Lymphom ist das anders. Die Erkrankung kann geheilt werden und die Erkrankung verläuft auf jeden Fall tödlich, wenn sie so nicht behandelt wird. Die Chemotherapie verursacht gewaltige Nebenwirkungen. Professor Borchmann ist der Experte in der Behandlung des Hodgkin-Lymphoms. Er weiß, dass die Patienten während der Therapie leiden. Doch danach sind sie in der Regel gesund. Nicht einige Monate, sondern viele Jahrzehnte. Deshalb kann er sich nicht vorstellen, dass Alternativmediziner einen Hodgkin-Patienten überhaupt behandeln würden. Alle wissen, dass die Krankheit heilbar ist mit konventioneller Therapie, also mit Chemo- oder Strahlentherapie. Und alle wissen, dass es eine bösartige Erkrankung ist, wenn man sie nicht behandelt, dass der Patient daran sterben wird. Von daher glaube ich nicht, dass auch nicht im alternativen Bereich, auch dass es da Anbieter gibt, die sagen, wir können da was anderes machen, das hilft ihnen auch. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Denn es sind junge Leute, die an der Erkrankung sterben und die man andernfalls heilen kann. Es wäre ethisch völlig undenkbar, dass man da was anderes anbietet. Doch Professor Borchmann hat sich getäuscht. Die Heilerin kennt die Diagnose, doch es interessiert sie nicht. Krebs ist für sie Krebs. Sie beginnt mit der Heilung und flüstert dabei Gebete. Zum Teil auf Aramäisch. Anschließend übernimmt ihr Kompagnon, der Arzt. Dieselbe Prozedur wiederholt sich. Auch der Mediziner nennt sich Heiler. 90 Euro kostet die Zeremonie. Und dafür gibt es am Ende 3 konkrete Tipps. Suchen Sie nach Vitamin B17. Informieren Sie sich. Kommen Sie zu uns. Einmal im Monat reicht aus. Aber wenn Sie wollen, können Sie auch öfter kommen. Und zünden Sie in der Kirche eine Kerze an und beten zur schwarzen Mutter Gottes. Wir recherchieren. Vitamin B17 ist ein Stoff namens Amygdalin oder Letril. Die Substanz kommt in den Kernen von Aprikosen, Bittermandeln und einigen anderen Früchten vor. Sie wird als alternatives Krebsmittel beworben. Doch das Bundesinstitut für Arzneimittel in Bonn warnt. Für die Wirksamkeit von Amygdalin gibt es keinen Beleg. Für die Gefährlichkeit jedoch schon. Im Internet stoßen wir auf ein besonderes Institut an der Universität Köln. Hier können sich Krebspatienten beraten lassen, wenn sie zusätzlich zur Schulmedizin noch etwas anderes ausprobieren wollen. Josef Beuth kennt alle alternativen Heilverfahren. Er weiß, was sinnvoll ist und wann es eher gefährlich wird. Ein Bereich, in dem sich nur wenige Krebsmediziner auskennen. Immer häufiger wird er in letzter Zeit nach Vitamin B17 gefragt. Vitamin B17 wird ja in der Werbung groß angepriesen. Es ist aber im Prinzip gar kein Vitamin. Es ist ein sogenannter Blausäureabkömmling. Und von Blausäure wissen wir, Blausäuren führen zum Erstickungstod von Zellen. Das heißt, man kann auch an einer Überdosis Blausäure sterben, weil das eben zum Erstickungstod des gesamten Organismus führen kann. Also von daher ist an der Vitamin B17 oder eben Blausäure-Snorri nicht viel Haltbares dran. Also wir würden dringend davon abraten. Wir fahren nach Kassel zu einem Kongress von Wunderheilern. Die Veranstaltung hat schon im Vorfeld für große Diskussionen gesorgt. Die Besucher eint der Widerstand gegen klassische Medizin und Pharmaindustrie. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Wundermittel MMS, Magical Mineral Supplement. Die Magie steckt nur im Namen, denn dahinter verbirgt sich das Bleichmittel Chlordioxid. Die Idee, dass man damit heilen kann, stammt von dem US-Amerikaner Jim Humble, einem ehemaligen Scientologen, der mittlerweile seine eigene Kirche gegründet hat. Wir haben tausende Krebspatienten behandelt, und zwar sehr erfolgreich. 85-95% Erfolg. Wie bei allen Wundermitteln gibt es keine Belege für diese Behauptung. Im Gegenteil. Das Bundesinstitut für Arzneimittel warnt vor MMS. Chlordioxid verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Den Giftnotrufzentralen liegen Fälle von Erbrechen, Atemstörungen und Hautverätzungen bei der Einnahme von MMS vor. Andreas Kalker jedoch ist vom Erfolg des Wundermittels überzeugt. Er gilt als der Bischof in Jim Humbles Kirche. Unermüdlich reist er um die Welt und wirbt für Chlordioxid. Medizin hat Andreas Kalker nicht studiert. Doch darauf kommt es ja auch nicht an. Er macht Hoffnung. Und er weiß, wie man ein großes Publikum für sich einnimmt. Ich habe Fälle, sehr viele Fälle, wo Leute im eigenen Versuch sozusagen eine Totalremission mit Krebs gehabt haben. Das heißt, angeblich hilft MMS nicht nur gegen Krebs,
sondern auch gegen alle möglichen anderen Krankheiten. Später im Interview frage ich nach, was kann MMS? Ich könnte jetzt eine Stunde Krankheiten aufzählen. Das heißt, von Diabetesbein über Mukoviszidose, über verschiedene Krebskrankheiten, Darmkrebs, Magenkrebs. Es hat also bei sehr vielen Menschen funktioniert. Ich kann Ihnen empfehlen, hier mal rumzugehen, denn hier gibt es bestimmt Leute, die Krebs gehabt haben. Hat jemand hier Krebs gehabt? Nicht? Jemand? Ja. Unser Interview hat Zuschauer angezogen. Das Wachstum komplett einstellen können. Es meldet sich der Simultanübersetzer der Veranstaltung. Welche Erfahrung hast du gemacht? Ich habe in 3 Monaten den Wachstum meines Tumors, der auf der Leber sitzt, komplett einstellen können. Das hat nicht einmal die stärkste Chemotherapie geschafft, die in der Schulmedizin verabreicht werden kann. Also hätte ich mich nicht entschieden, mich selbst mit MMS, zwar in Begleitung mit jemandem, der sich auskennt, zu behandeln, würde ich vielleicht heute nicht mehr hier stehen. Die Geschichte hat uns genauso beeindruckt wie das Publikum. Doch stimmt sie wirklich? Wir wollen es überprüfen und fahren nach Köln. Der Krebspatient hat uns den Kontakt zu seinem Onkologen vermittelt und ihn von der Schweigepflicht befreit. Der Arzt ist bereit, uns seine Sicht auf den Fall zu schildern. Herr Hoffmann hat vor 9 Monaten sich bei mir vorgestellt und mit der klaren Aussage, sich jetzt alternativmedizinisch zu behandeln und keine klassische Chemotherapie mehr machen zu wollen. Ich habe ihn dann im weiteren Verlauf etwa 4-5 Mal kontrolliert und man muss sagen, sein Tumor hat sich in dieser Zeit nicht aggressiv weiterentwickelt, aber er ist etwas größer geworden. Tumor und Metastasen verschwinden nicht, sie wachsen. Warum hat uns Michael Hoffmann in Kassel eine völlig andere Geschichte erzählt? Er kannte schließlich die Diagnose seines Onkologen. Also ich glaube, dass da sehr viel Hoffnung dabei ist, dass diese Medikamente doch helfen. In jetzt über 20 Jahren Onkologie ist mir persönlich kein einziger Fall bekannt, wo Patienten nachweislich durch eine nicht etablierte Alternativmedizin eine Heilung erfahren haben. Es ist manchmal ein langsamer Prozess, bis die Patienten erkennen und verstehen, dass das eben der falsche Weg ist. Genau so war es auch bei Irit Laufen. Sie klammert sich an die Galvanotherapie. Doch der Strom kann die Tumore nicht zum Schrumpfen bringen. Statt einer Besserung fühlt sie sich immer schlechter. Fast 1 Jahr lebt sie bei ihren Eltern, bis sie schließlich erkennt, dass sie wohl auf einen Scharlatan hereingefallen ist. Kurz vor ihrem Tod erstattet sie Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sie wollte, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, dass er eben nicht mehr in dieser Art und Weise tätig sein darf. Sie ist nicht die Einzige, die diesen Heilpraktiker verklagt. Die Anwältin Maja Steinert aus Köln bearbeitet gleich 3 Klagen von Brustkrebspatientinnen. Alle wurden in derselben Praxis behandelt. Bei allen blieb die angeblich so sichere Galvanotherapie erfolglos. Die Anwältin bereitet einen großen Prozess vor. Für meine Begriffe ist das ganz klar eine Körperverletzung. Erschwerend kommt ja hier noch hinzu, dass diese Patienten ja zum größten Teil noch sehr gute Heilungschancen haben. Es ist ja nicht so, dass hier Todeskandidaten, bei der die Schulmedizin zu Ende war, sich dann hilfesuchend, bevor sie nichts tun, an eine Außenseitermethode gewendet haben, sondern die haben einen sicheren Pfad der Heilung verlassen und sind stattdessen den unsicheren Weg der schwarzen Magie gegangen. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Tausch, den die Patienten da eingegangen sind. Irit Laufen kann den Prozess nicht mehr selber vorantreiben. Sie wird immer schwächer. Die letzten Fotos. Musik
Wenige Wochen nach dieser Aufnahme stirbt Irit Laufen im Alter von 38 Jahren. Maja Steinert will gegen den Heilpraktiker vorgehen. Doch genau wie Irit versterben auch die anderen Patientinnen, bevor es zum Prozess kommt. Die Anwältin steht plötzlich ohne Mandanten da. Und die Angehörigen haben nicht die Kraft für ein Gerichtsverfahren. Es ist aktenkundig, dass Leute durch seine Behandlung in Anführungszeichen verstorben sind. Und es ist juristisch überhaupt nichts passiert. Das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Ich verstehe das nicht, warum nichts passiert ist. Maja Steinert probiert es immer wieder. In den Akten sucht sie nach Beweisen und stößt dabei auf ein Problem. Der Heilpraktiker hat sich von dem Patienten eine Einverständniserklärung unterschreiben lassen. Auch deshalb wurden frühere Verfahren eingestellt. Irit Laufen hat dieses Papier ebenfalls unterschrieben. Darin heißt es: Ich weiß, dass bei dieser Erkrankung eine Operation und/oder Chemotherapie und/oder Strahlentherapie durchgeführt würde. Ich wünsche diese Behandlungsformen nicht. Also die Aufklärung ist absolut pauschal und letztendlich ohne wesentlichen Inhalt. Er fordert ja einfach nur auf, dass die Patientin grundsätzlich sich ihm zu 100% ausschließlich unterwirft, seinen Behandlungsvorschlägen, verbietet der Patientin noch andere Behandlungsansätze zu überprüfen oder durchführen zu lassen und befreit ihn von jeder Schuld, wenn irgendetwas nicht so erfolgreich verläuft, wie er es der Patientin wohl verspricht. 3 Jahre nach Irits Tod wird Hermann Wiebringhaus vom Gericht beauftragt, ein Gutachten zu dem Fall zu erstellen. Ausführlich sichtet er alle Unterlagen, wertet die Röntgen- und CT-Bilder aus. Am Ende steht für ihn fest, dass Irit Laufen einem Scharlatan in die Hände gefallen ist. Das macht er auch in seinem Gutachten deutlich. Insofern ergeben sich deutliche Anhaltspunkte für ein ärztliches Fehlverhalten im Rahmen der radiologischen Diagnostik. Doch die entscheidende Frage kann er nicht mit Ja beantworten. Hätte Irit Laufen mit einer herkömmlichen medizinischen Behandlung länger gelebt? In diesem Punkt muss er den Heilpraktiker entlasten. Insbesondere ist zu verneinen, dass schulmedizinische Maßnahmen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Todeszeitpunkt hinausgeschoben hätten. Die Justiz fordert einen Beweis, den die Medizin selten liefern kann. Niemand weiß, wie sich Irits Krankheit bei einer klassischen Behandlung entwickelt hätte. Eine Unsicherheit, die Scharlatane schützt. Da empfinde ich auch Wut. Denn da wird wirklich mit der Angst der Patienten mit Kasse gemacht. Ich bin unterwegs zu einer alternativen Klinik in der Nähe von Stuttgart. Abgeschieden vom alltäglichen Stress, mitten in der Natur, absolvieren die Patienten ein 5-wöchiges Programm. Im Mittelpunkt stehen spezielle Diäten, Einläufe und eine Art Psychotherapie. Die Frage ist nur, kann man so Krebs heilen? Ich will wissen, welche Heilungschancen ein Hodgkin-Patient im 3E-Zentrum hätte. In der Schulmedizin wären das mindestens 85%. Welche Heilungschance können Sie ihm anbieten? Wir tun keine Heilungschancen anbieten, weil es ein Heilversprechen ist. Das ist gesetzlich verboten. Ohnehin wäre ein Beratungsgespräch mit einem Hodgkin-Patienten sehr schnell beendet, erklärt uns Mentaltrainer Klaus Pertl. Denn jeder im 3E-Zentrum wisse, dass die Schulmedizin hier hervorragende Resultate hat. Also wir wissen das. Und deswegen würden wir natürlich auch jeden Menschen fragen zuerst, was hat dein Arzt dir empfohlen, was sollst du hier machen? Und wenn dann der Arzt empfohlen hat, Chemotherapie zu machen, dann ist da die Beratung schon fertig, weil der Arzt hat es schon empfohlen. Genau diese Antwort hätte ich auch als Patient erwartet. Doch die Realität sieht anders aus. Einige Wochen vor dem Interview war ich nämlich schon einmal hier. Zusammen mit meinem Kollegen, der sich als Hodgkin-Patient ausgegeben hat. Die medizinische Leiterin, eine Heilpraktikerin, findet ihr Programm sehr wohlpassend. Ausführlich erklärt sie uns, wofür 3E steht. Nämlich für Entgiftung, Ernährung und Energiearbeit.
Wir sind der Überzeugung, dass Krebs unterdrückte Wut ist, unterdrückte Angst oder unterdrückter Ärger. Eine Theorie, die längst widerlegt ist. Doch hier sucht man die Ursache der Erkrankung nach wie vor in der Psyche des Patienten. Hodgkin, da müssen wir in das Thema Schuld reingehen. Wo fühlen Sie sich schuldig? Was könnte das sein? Schuldig, ein Junge zu sein? Ein Mann zu sein? Der Patient trägt im 3E-Zentrum die Verantwortung für seine Krankheit und für seine Heilung. Gäste, die hier Heilung erfahren haben, sagen, auf einmal ist ihnen alles klar. Und in dem Zusammenhang geht auch der Tumor weg. Das habe ich oft erlebt. Ich empfinde das als einen Schlag ins Gesicht meiner Patienten. Denn ich kenne ja auch die Patienten, die mit den Krebserkrankungen ungünstige Verläufe haben, die daran sterben, junge Leute. Und von diesen Menschen zu sagen, naja, die hatten irgendwelche ungelösten Konflikte und haben sich nicht richtig Mühe gegeben und hatten die falsche Einstellung, das ist nicht mehr als eine grobe Beleidigung. 5 Wochen bleiben die Patienten in der Klinik. Die Psyche steht im Mittelpunkt. Doch es gibt noch andere Behandlungen. Natronbäder zur sogenannten Entgiftung. Mindestens einmal am Tag. Und Kaffeeeinläufe. In der Regel 3-mal pro Tag. Dazu wird eine strenge Diät eingehalten. Die sogenannte Öl-Eiweiß-Kost nach Johanna Budwig. Die Theorie dahinter? Krebs braucht Zucker, um zu wachsen. Wer konsequent auf Kohlenhydrate verzichtet, hungere den Krebs aus. Ein Prinzip vieler sogenannter Krebsdiäten. Ob man isst oder nicht, der Krebs nimmt sich seine Nahrung, die er braucht, aus den körpereigenen Ressourcen, also Organen. Und damit kann man den Krebs natürlich nicht aushungern. Man würde alle Organe aushungern, man würde den Körper nach und nach schwächen. Aber in Bezug auf den Krebs hätte man eigentlich überhaupt nichts erreicht. Zum Abschluss wollen wir es noch mal genau wissen. Was ist nun mit der Chemotherapie? Reicht das 3E-Programm wirklich aus, um den Krebs zu besiegen? Die Antwort, die wir hören, ist eindeutig. Ja, davon bin ich überzeugt. Es braucht dann keine Chemo mehr. Ein Heilversprechen, ohne jede Grundlage. Ich erzähle Klaus Pertl von unserem Undercover-Besuch und konfrontiere ihn mit der Aussage der Heilpraktikerin. Da bin ich überzeugt davon, es braucht dann keine Chemo mehr. Das ist in dem Kontext sicherlich, wenn Sie es alleine das hören, ist es ein Heilversprechen. Und ich bin mir 1000% sicher, dass wir keine Heilversprechen. Ich habe es noch nie gehört, dass wir ein Heilversprechen haben, weil das ist ein Heilversprechen. Natürlicher Tumorabbau, Krebsursache stoppen. So wirbt das 3E-Zentrum. Kein direktes Heilversprechen und doch ist die Botschaft klar. Man weiß hier genau, was man sagen darf und was juristisch anfechtbar wäre. Genau deshalb haben wir uns bei unserem ersten Besuch als Patienten ausgegeben. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich meinen, dass Sie damit sagen wollen, dass wir bewusst absichtlich was gesagt haben, was nicht stimmt, um bewusst absichtlich jemanden hierher zu bekommen, der dann wir den ausnehmen können wahrscheinlich. Das muss ja die Argumentation sein, weil schon, warum will man es sonst machen? Und diese Implikation, das ist nicht gerechtfertigt, weil unser Herz hängt wirklich an dem Thema Mensch. Ich weiß nicht, ob die Betreiber des 3E-Zentrums wirklich glauben, dass ihr Programm Krebs heilt. Für die Patienten spielt das letztlich keine Rolle. Sie kostet der Versuch 10.000 Euro und 5 wertvolle Wochen. Wer sich allein für diese Option entscheidet, riskiert viel mehr. Seine Gesundheit und vielleicht sogar sein Leben. Würde mir wünschen, dass die regulatorischen Behörden da eingreifen und sagen, es ist verboten. In Deutschland soll niemand Krebspatienten behandeln, der davon nichts versteht. Doch Hand auflegen kann man schlecht verbieten. Genauso wenig wie Kaffeeeinläufe, Heilmusik oder Vitamin-C-Infusionen. Und genau das nutzen die Anbieter alternativer Verfahren aus. Auch sektenartige Gruppen wie die neue germanische Medizin. Erfunden hat sie der in Deutschland und Frankreich mehrfach verurteilte ehemalige Arzt Rieke Gerd Hamer. Seit Jahren lebt er in Norwegen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen.
Seine Theorie? Krebs wird durch Konflikte verursacht. Und mit der Konfliktlösung stoppt auch das Krebswachstum. Wir fahren nach Süddeutschland zu einer Heilpraktikerin, die nach diesem Verfahren arbeitet. Der Arztbrief, den wir ihr geben, interessiert sie nicht. Sie forscht nach dem Konflikt in Nikos Leben. Doch zuvor muss sie herausfinden, ob Nico Rechts- oder Linkshänder ist. Klatschen Sie so rum oder so rum? In der Theorie der neuen Medizin ist das wichtig. Denn bei Linkshändern habe ein Krebs auf der linken Körperseite andere Ursachen als bei Rechtshändern. Das Einzige, was hier zählt, ist das Symptom. Bei Nico also die Schwellung der Lymphknoten. Krebs. Was ist Krebs? Jeder kriegt die Diagnose aufgedrückt und keiner weiß, was es ist. Die Lymphknotenschwellung ist nur ein Symptom und ein Zeichen von Heilung. Davor hat man sich selbst abgewertet und zwar immer wieder. Mein Gott, bin ich blöd. Im Gespräch findet die Heilpraktikerin schnell die Ursache. Ein misslungener Vortrag, den Nico kurz vor Ausbruch seiner Krankheit gehalten hat. Die Lösung? Er soll Stress abbauen. Und wenn Symptome auftreten, dann gucken lassen. So schnell wachsen die ja nicht. Und was ist jetzt mit der Chemo, fragen wir nochmal nach. Ich persönlich würde das nicht machen. Und für meine Kinder und für meine Eltern würde ich genauso entscheiden. Ich nicht. Genau solche Ratschläge führen dazu, dass immer wieder Anhänger der neuen Medizin sterben, weil sie ihre Krebstherapie abbrechen. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und anderen europäischen Ländern fordert diese Lehre Menschenleben. In Frankreich beschäftigt sich die Mivilüt, eine staatliche Organisation zum Kampf gegen Sekten, auch mit Hammers neuer germanischer Medizin und anderen Heilslehren. Serge Blisco, der Präsident der Organisation, ist selber Arzt. Die neue germanische Medizin, die hier auch Biologie Total heißt, ist extrem gefährlich. Warum? Weil sie Patienten davon abhält, sich wirksam behandeln zu lassen. So verlieren sie die Chance auf Heilung und letztlich die Chance zu leben. Marie Saksik hat durch diese Lehre ihren Ehemann verloren. Auf dem Friedhof erinnert sie sich an die glücklichen Zeiten. Und immer auch daran, was in den letzten Jahren vor seinem Tod geschah. Es ist jetzt 8 Jahre her und ich bin noch immer wütend. Es gibt Tote, junge Menschen und Frauen, die an Brustkrebs sterben. Für mich ist das ein Verbrechen. Es geht nur ums Geld. Ihr Mann, Claude Saksik, ist einer dieser Toten. Sein ganzes Leben lang ist Claude ein sportlicher, lebenslustiger Mensch. Er hat Erfolg im Beruf, lebt glücklich mit seiner Frau und den Töchtern. Doch irgendwann bekommt er Kontakt zu der neuen germanischen Medizin. Die Lehre, mit der man angeblich jede Krankheit heilen kann, fasziniert ihn. Er hatte immer panische Angst, krank zu werden. 2001 wird bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Claude lehnt selbst eine Biopsie ab. Er will sich nicht behandeln lassen. Er hat sich enorm verändert. Er hat ganz anders gedacht. Er war nicht mehr er selbst. Er war süchtig nach dieser Methode. In jeder freien Minute hört er Kassetten des Gurus Claude Sabat. Seine Sammlung wächst und wächst. Sabat ist ein ehemaliger Schüler von Rieke Gerdhammer. Die Lehre der beiden unterscheidet sich kaum. Wer seine Konflikte löse, werde automatisch gesund. Ohne Ärzte, ohne Operation und ohne Nebenwirkungen. Marie Saksik und ihre älteste Tochter versuchen, Claude von der falschen Heilslehre abzubringen. Doch ein anderer Teil der Familie bestärkt den Patienten. Er müsse sich nur von seiner Frau trennen, dann würde schon alles wieder gut.
typisch für Sekten. Die Anhänger werden von ihrer Familie entfremdet. Ich habe alles versucht. Ich habe gedroht. Ich bin ausgezogen. Ich habe geweint. Er hat nur gesagt, du hast keine Ahnung. Du weißt gar nichts. Ich habe das gelernt. Wenn du wüsstest, was ich weiß. Er hat sogar zu meiner Tochter gesagt, dass ich Schuld an seinem Krebs habe. Dass es meine Schuld sei, weil ich ihn abgewertet habe. Und als es dann zu Ende ging, sagte er, du wirst mich doch nicht ins Hospital bringen. Und ich habe geantwortet, nein, du gehst nicht ins Hospital. Ich behalte dich hier, bis zum Schluss. Und ich habe ihn hier behalten. Bis zum Schluss. Claude Saksik stirbt schließlich zu Hause. Erst kurz vor seinem Tod erkennt er, dass er einen Fehler gemacht hat. Am Ende hat er gesagt, ich bin reingelegt worden. Ich bin reingelegt worden. Das hat er gesagt. Du hattest recht. Da hat er es auch verstanden. Aber es war zu spät. Maryse Saksik verspricht ihrem Mann, dass sie die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wird. Jean-François Autant unterstützt sie seit Jahren. Er arbeitet für die Organisation UNATFI, die sich um die Familienangehörigen von Sektenopfern kümmert. Immer häufiger geht es bei seiner Arbeit um die Biologie total. Die Zahl der Therapeuten steigt exponentiell. Denn sobald jemand eine Ausbildung nach der Theorie von Hammer oder Saba gemacht hat, organisiert er anschließend eigene Seminare. So werden sie selbst zu Ausbildern von sogenannten Therapeuten. Und deshalb entwickelt sich das so rasant. Die beiden bereiten einen Prozess vor. Doch juristisch lässt sich das Geschehene nur schwer fassen. Claude Sabat hat an keinen seiner Patienten Hand angelegt. Auch Maries Ehemann ist letztlich an seiner Krankheit gestorben. Am Ende war es zu spät für eine Behandlung. Die beiden versuchen es deshalb auf einem anderen Weg. Wenn er wegen falscher Heilversprechen verurteilt wird, haben wir den Prozess gewonnen. Denn dann wäre gerichtlich entschieden, dass seine Aussagen Lügen sind. Das wird anderen die Augen öffnen. Denn die Arbeit der Justiz, die Analyse der beschlagnahmten Dokumente, erlaubt es zu sagen, dass die Theorie eine Lüge ist und eine gefährliche Täuschung. Wie auch immer der Prozess ausgeht, für Madame Saksik steht fest, dass die Anhänger der sogenannten Biologie Total für den Tod ihres Mannes verantwortlich sind. Die Justiz kann überführte Täter verurteilen. Doch sie kann nicht verhindern, dass immer wieder Patienten zu Opfern werden. Aber warum fallen immer mehr Menschen auf Scharlatane und Wunderheiler herein? Alexandra Glufke-Böhm hat dazu mehr Erfahrungen gesammelt, als ihr lieb ist. Als Anwältin für Medizinrecht kennt sie die Branche. Immer wieder hat sie Opfer von Scharlatanen verteidigt. Nie hätte sie sich vorstellen können, selbst zu einem Alternativmediziner zu gehen. Doch dann geriet sie in eine Ausnahmesituation. Während ihrer Schwangerschaft diagnostizierten die Ärzte Brustkrebs. Man kann schon schwanger durch eine Chemo gehen und das hätte ich auch gemacht. Das war einfach das, was mich auch erstmal durch die Diagnose getragen hat, dass ich ja noch für einen anderen Menschen mitkämpfen muss. Zunächst scheint alles in Ordnung zu sein. Doch dann stellt die Ärztin fest, dass das Kind merkwürdig aufgedunsen ist. Im Krankenhaus hat es sich mit Ringelröteln angesteckt. Und dann sagt die in diese Stille hinein, Scheiße, Frau Glufke, ihr Kind stirbt. Sie ist dann auch ausgegangen und hat mich erst mal alleine gelassen. Und ich habe dann nur gedacht, du fällst ins Bodenlose. Du fällst und fällst und fällst und fällst und weinst. Und dann denkst du dir schon, mein Gott, die lässt dich jetzt da alleine. Sie verliert ihr Kind. Wie in Trance zieht sie danach die gesamte Behandlung durch. Zuerst Chemo, dann Strahlentherapie. Während der ganzen Zeit arbeitet sie weiter.
Für sie ist die Kanzlei ein Halt, ein Stück Normalität in ihrem Leben, das plötzlich auf dem Kopf steht. Die Behandlung ist erfolgreich. Alexandra Glufke-Böhm besiegt den Krebs. Doch die Angst, dass er wiederkommt, bleibt. Für mich war der schlimmste Tag, wo alles vorbei war und ich einfach so aus der Behandlung entlassen worden bin mit der Mitteilung, so, und ich muss jetzt engmaschig in die Kontrolle, aber es gibt quasi kein Medikament, nichts, was man mir mitgeben kann, sondern wir warten im Endeffekt, und das fand ich ganz schlimm. Während der gesamten Krebstherapie hat die Anwältin gearbeitet. Jetzt kann sie sich nicht mehr konzentrieren. Ihre Gedanken kreisen um die Krankheit. Irgendwann stößt sie auf die Anzeige eines ungewöhnlichen Arztes. Er wirbt für seine alternative Krebsbehandlung. Kann sie vielleicht doch etwas tun, damit sie kein Rezidiv, keinen neuen Krebs bekommt? Mit ihrem Mann fährt sie zu der Praxis. Das Schlimmste war einfach das, dass bevor wir überhaupt groß über die Behandlung oder irgendwas gesprochen haben, er einfach wirklich schon kam und gemeint hat, ja, also natürlich können wir uns auch dagegen entscheiden, aber das sagt er mir gleich. Ich werde sowieso wieder ein Rezidiv bekommen und dann werde ich sagen, warum habe ich es nicht gemacht? Und dann werden sie es bereuen. Und der Satz, das war das Einzige, was mir so wirklich im Kopf geblieben ist, das war so elementar, dass mir jemand genau das sagt, was ich ja befürchte, dass du ein Rezidiv hast, dass du es nicht überleben wirst. Und der sagt dir das auf den Kopf und sagt, das ist so. Der Arzt beginnt eine Behandlung mit homöopathischen Mitteln. Da waren lauter so kleine Glasbehälter drinnen und wir mussten uns dann an den Händen fassen und dann hat er irgendwie so vor sich hingebrummelt und dann ganz schnell mit einer Hand immer auf so eine Glasflasche gezeigt. Eine Erklärung für die Zeremonie gibt es nicht. Stattdessen rät er ihr zu einer teuren Immuntherapie. Nur so könne sie ihr Rückfallrisiko senken. Und ich sehe mich da noch liegen und weiß nur noch, dass ich wirklich nachgedacht habe, wie ich das Geld aufbringe. Ja, es war in dem Moment wirklich so ganz klar, das machen wir und man hinterfragt nicht. Und das Ganze aber so geprägt von der Situation, dass du es ja aus Todesangst machst. Und mir ging es danach dann so schlecht, wie wir aus dieser Praxis raus sind. Also wirklich, wenn ich meinen Mann nicht gehabt hätte, der dabei gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich nach Hause gekommen wäre. Ich glaube, ich wäre an den nächsten Brückenpfeiler. Tagelang ist Alexandra Glufke-Böhm verwirrt. Mithilfe ihres Mannes und ihres Onkologen besiegt sie die Angst. Sie beginnt keine kostspielige Therapie bei dem Heiler. Doch die Erfahrung hat ihr klargemacht, wie anfällig Menschen sind, die Angst um ihr Leben haben. Die Schulmedizin muss mehr tun, um Patienten nicht an dubiose Scharlatane zu verlieren. Es ist tatsächlich so, dass du so einen seelischen Krückstock brauchst, wenn du so eine Krankheit hast, dass du sagst, okay, du machst irgendetwas noch, das dagegen angeht. Du willst nicht nur warten, ob es wiederkommt. Und das fand ich, da habe ich mich sehr allein gelassen gefühlt. Die meisten Patienten, die auf einen Scharlatan hereinfallen, sind zuvor von der klassischen Medizin enttäuscht worden. Es ist nicht die Behandlung an sich, die sie ablehnen. Es ist der manchmal unmenschliche Umgang im Reparaturbetrieb Krankenhaus. In Essen habe ich eine Klinik gefunden, die neue Wege geht. Auf den ersten Blick sieht es hier aus wie bei alternativen Heilern. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Yoga und Qigong werden hier nicht als Alternative, sondern nur zusätzlich zur konventionellen Krebstherapie angewandt. Wir können mit Naturheilkunde nicht Krebserkrankungen heilen. Das ist auch nicht unser Ziel. Es gibt im Moment kein Verfahren naturheilkundlich, das wissenschaftlich bewiesen wirklich eine Tumorerkrankung heilen kann. Unser Ziel ist vielmehr, für Patienten die Lebensqualität zu verbessern, Nebenwirkungen zu lindern während der Behandlungsphasen. Begleitend zur Chemotherapie besuchen Krebskranke eine Tagesklinik. Einmal pro Woche stehen hier Bewegungs- und Entspannungsübungen auf dem Programm. Psychoonkologie und Ernährungsberatung. Ärzte für Naturheilkunde begleiten die Patienten. Ich merke das, wenn ich jetzt hier bin und Christina macht das mit uns. Auch diesen Qigong. Dann merke ich das irgendwie im Körper, dass der Körper ganz anders wird. Und das habe ich nie gedacht.
Die eigentliche Krebstherapie aus Operation, Chemo- und Strahlentherapie unterscheidet sich in nichts von der in anderen Kliniken. Doch dazu kommt ein breites Angebot an zusätzlichen Verfahren. Onkologie und Naturheilkunde. Disziplinen, die sonst verächtlich aufeinander blicken, arbeiten hier zusammen. Hilft Akupunktur gegen Übelkeit? Wie lassen sich Nervenschmerzen nach der Chemotherapie lindern? Durch gemeinsame Forschungsprojekte will man das herausbekommen. Wir haben von Anfang an ein gemeinsames Konzept entwickelt mit den Ärzten für Naturheilkunde. Das führt am Ende dazu, dass mehr Patienten die Therapien, die wir planen, auch durchstehen, wie man das sagt, dass sie komplettieren, was natürlich am Ende den Patienten zugutekommt und dann auch der Prognose für den Patienten. Letztlich wirkt sich das sogar auf den Behandlungserfolg aus. Auch in Essen verursacht die Chemotherapie Nebenwirkungen. Doch mit ihren Problemen werden die Patienten nicht allein gelassen. Hier wird nicht nur der Tumor behandelt, sondern auf den ganzen Menschen geachtet. Also das entspannt. Und das braucht man ja so in der Situation jetzt auch, dass man sich ein bisschen entspannen kann. Chemotherapie, Bestrahlung, Operation, das sind alles Sachen, die auf die Gesundheit Auswirkungen haben und die sie gesünder machen sollen. Aber es ist nichts, was direkt als angenehm oder schön empfunden wird. Und unsere Behandlungen werden direkt dann als schön und angenehm empfunden und sorgen dann halt für ein gutes Empfinden bei dem Patienten. Und das ist halt auch ganz wichtig im Genesungsprozess, ne? So ein bisschen was für die Seele. Noch ist das Essener Konzept eine Ausnahme. Doch es zeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Unser Ziel ist es natürlich auch, durch unser Konzept Scharlatanen vorzubeugen und die Patienten wirklich seriös naturheilkundlich zu beraten und auch viele Behandlungen anzubieten, damit die Patienten nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendwo zum letzten Strohhalm greifen und irgendwas machen, was teuer ist und möglicherweise auch schädlich. Gespräche und sanfte Heilverfahren als Ergänzung zur Schulmedizin, nicht als Alternative. Das wäre vielleicht auch für Irit Laufen eine Option gewesen. Ihre Eltern hoffen, dass ihre Erfahrung anderen Betroffenen hilft, nicht auf Wunderheiler hereinzufallen. Der Heilpraktiker übrigens, dem sich Irit anvertraut hat, ist immer noch aktiv. Uns hat der Einblick in die Welt der alternativen Krebsmedizin schockiert. Das Problem ist größer, als wir dachten. Ändern kann das nur die sogenannte Schulmedizin. Sie muss einen Schritt auf die Patienten zugehen. Solange das nicht passiert, boomt das Geschäft mit der Angst.